Hübsch anzuschauen, aber hoffnungslos veraltet. Also nicht die Brücke. Die Diesellok ist fast 30 Jahre alt. Die Hänger stammen noch aus der DDR. Die Zukunft kommt hier angerollt. Akkuzüge dieser Art sollen ab Juni kommenden Jahres zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs sein. Großer Bahnhof deshalb heute auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof. Das Interesse der Gäste ist so groß wie die Vorfreude. Die ganze Computertechnik, das ist alles so gigantisch und was da alles so möglich ist, also das ist eigentlich fantastisch, muss man einfach so sagen. Und sehr innovativ natürlich. Ich denke schon, dass das angenommen wird. Anstatt nächstes Jahr anzufangen zu bauen oder schon vor ein paar Jahren, da fängt man an 28, 29, 30. Und wenn es da gute Übergangslösungen gibt, dann kann man die eigentlich nur begrüßen. Die Züge sind modern ausgestattet, bieten ausreichend Platz und Komfort. Der Akku ist auf dem Dach montiert. Er besteht aus vielen kleinen austauschbaren Modulen mit einer Gesamtkapazität von 840 Kilowattstunden. Der Hersteller, die Firma Alstom, verspricht eine Reichweite von rund 120 Kilometern. Das Aufladen der Batterien im Bahnhof soll etwa eine halbe Stunde dauern. Da Sie den Pantographen haben, können Sie ja auch auf Streckenabschnitten, wo Oberleitung vorhanden ist, können Sie den Pantographen hoch und dann Batterien laden. Und Sie laden auch mit der Bremsenergie. Das kennen Sie von Ihrem Elektroauto. Derzeit läuft das Zulassungsverfahren eine Formsache, heißt es. In Zulassung gibt es immer Probleme, aber ich gehe davon aus, dass jetzt, wo die Serienreife erreicht ist, die alle gelöst werden. Und damit ist die Strecke Chemnitz-Leipzig eine echte Pionierstrecke in Deutschland für einen hybriden Antrieb. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen hat für die stark frequentierte Strecke zwischen Leipzig und Chemnitz insgesamt 11 Akkuzüge bestellt. Die werden dann an den Streckenbetreiber, die Mitteldeutsche Regiobahn, vermietet. Wir werden insgesamt 50 Millionen Euro als ZVMS, als Zweckverband, aus eigenen Mitteln kreditfinanziert hier einbringen, ohne Fördermittel. Aber es ist eine wichtige, lokal finanzierte Investition, damit es endlich vorangeht. Es bleibt eine Übergangslösung. In etwa 5 Jahren soll mit der Elektrifizierung der Strecke begonnen werden.